Hallo meine wundervollen Mäuse und ganz herzlich willkommen zurück oder eben neu auf meinem Kanal. Wie versprochen habe ich euch noch so ein paar Produkte von Dalton hier auf meinem Tellerchen vorbereitet, über die ich einfach noch ein bisschen mit euch quatschen wollte und die mir wirklich, es ist so schwer, sich da Favoriten bei Dalton rauszusuchen. Ihr wisst ja, ich habe aktuell einen 30% Code mit Single Katrin, könnt ihr nämlich richtig abgrasen und sparen. Und ich habe so ein bisschen eure Favoriten mal unter die Lupe genommen. Und ich habe aber so das ein oder andere Produkt, was ich unheimlich gerne mag, wo ich auch denke, vielleicht könnte das euch interessieren. Und da möchte ich nochmal mit euch quatschen. Es ist, wie gesagt, immer super, super schwer bei Dalton zu sagen, okay, die 10 Stück. Ich habe das einmal versucht, bin da auch mehr oder weniger dran gescheitert. Eure Favoriten habt ihr gesehen. Hier sind so ein bisschen wirklich meine Must-Haves auch, was meine liebsten Produkte sind, mit drauf gelandet. Und ich starte gleich und das hat mir echt so ein bisschen gefehlt bei euren Favoriten mit den Ampullen, Leute, oh mein Gott, ich suchte diese Dalton-Ampullen. Ich finde die so krass gut einfach und gerade mit den 30%, ihr bekommt diese Ampullensets super, super günstig. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, den Adventskalender euch schnappen, da sind nämlich auch alle Ampullen einfach drin. Finde ich auch ein grandioses Angebot. Für mich ist eine Ampulle wie ein Maskenersatz und ich liebe die einfach abgöttisch, habe die ständig und immer in Anwendung. Die dürfen bei mir auch gar nicht leer werden. Ich glaube, oh mein Gott, ich wäre der traurigste Mensch auf der Welt. Schnapp mir die regelmäßig nochmal nach. Wie gesagt, jetzt auch mit dem Adventskalender, der ja auch noch reduziert ist für euch. Der Link dazu ist unten in meiner Infobox. Da findet ihr auch alles über die Aktion, wie ihr zur Dalton-Seite kommt, wie ihr was sparen könnt. Ich sag's euch nochmal gleich am Anfang dazu. Denkt an die Probensets, ihr Lieben. Denkt dran, dass ihr als Neukunde keinen Mindestbestellwert habt und euch da vielleicht auch ein bisschen durchtesten könnt. Denkt dran, dass ihr vielfältige Möglichkeiten habt, euch da richtig toll beraten zu lassen, denn ich habe heute auch extra, das sieht man hier gar nicht, ne, meinen kleinen hier Ahoi-Pulli für euch angezogen, denn Dalton ist ja Meereskosmetik und wirklich hochwertige, tolle Meereskosmetik mit einem wahnsinnigen, ja, Effekt, einem Wow-Effekt, wie ich so schön immer sage, und wirklich auch Wirkstoffkosmetik. Das heißt, sucht euch für euch die passenden Produkte aus und da ist es halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Deswegen einmal eure Favoriten schon für euch abgefilmt. Wenn wir bei Masken sind, oh mein Gott, das ist so eine Lebensrettermaske für meine Haut einfach. Gerade wenn ich wirklich so einen Pickelausbruch kriege, wenn ich einmal im Monat spielt meine Haut grundsätzlich verrückt. Auf jeden Fall habe ich hier eine Maske auch, wo ich nochmal drauf eingehen musste, weil das ist so, oh, meine kleine Rettermaske in der Not. Und das ist die Oyster Mask. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich suchte diese Maske gerade einmal im Monat. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich meine Periode kriege, ist das so ein kleiner Retter für mich, um meine Haut, meine gestresste Haut zu beruhigen, vom Pickeln ein bisschen. Ne? Pickel sind immer schlimm und reizen und jucken und keine Ahnung. Da ist diese Maske so lindernd einfach. Und ich habe, da müsst ihr mal schauen, auf Instagram zum Beispiel hatte ich auch so einen kleinen fetten Oschi. Ne? Ich krieg auch so hier und da immer mal ein Pickelchen. Da hatte ich echt einen fetten Oschi gehabt und habe dann ein Vorher-Nachher-Bild quasi gemacht. Also einmal auch dann mit dieser Maske und dann direkt danach ein Foto für euch gemacht. Und da sieht man so krass, was diese Maske einfach in diesen paar Minuten, wo man sie drauf hat, schafft. Ist für mich auch so eine Maske, die bei mir in meine Pflegeroutine einfach so dazu gehört. Die ist so fantastisch, kommt hier auch immer so richtig schön mit einem kleinen Spatel, ne, wenn ihr die bestellt. Und gerade mit 30% auch so ein Teilchen, was ich mir, denke ich, nochmal nachschnappen werde.
Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Wie gesagt, die hier ist echt so ein kleiner, oh, mein kleiner Retter auch. Die muss einfach im Haus sein. Wenn ich sie brauche, muss die in Einsatz kommen, ne? In ständigem Einsatz sind auch andere Produkte, nämlich die, oh mein Gott, Soft Skin Effect Peeling Sticks. Ich glaube, die sehen mittlerweile anders aus. Ich habe da immer welche zu Hause und ich liebe diese Enzym-Peeling-Sticks. Ich meine, Dalton hat auch die ganzen anderen tollen chemischen Peelings rausgebracht. Diese Enzym-Peeling-Sticks, die sind aber so, die sind schnell, da muss ich nicht warten, da sind wir wieder bei meinem Geduldsfaden. Ich mache die drauf, die liebt auch Schatzi, abgöttisch. Ihr könnt die schnell unter der Dusche kurz einwirken lassen und ihr habt danach so eine wahnsinnig tolle Haut. Ihr wisst das, ich habe immer so meine Testerabteilung, weil ich habe ja trockene Haut und da möchte ich natürlich auch wissen, wie funktionieren die Produkte von Dalton auch bei anderen und bestelle dann meine Pröbchen mit zum Testen und habe schon viele auch Arbeitskollegen und so darauf angefixt. Und ich habe eine Arbeitskollegin, sehr sensible Haut, deswegen die verträgt die auch. Die ist wirklich, diese Sticks sind für alle Hauttypen, selbst bei sensibler Haut nicht großartig aufpassen. Und wenn ihr Angst habt, wirklich, obwohl die wahnsinnig toll sind, diese chemischen Peelings, aber wenn ihr Angst habt vor diesen chemischen Geschichten, hier ist was Großartiges. Also die sind wirklich so, dass ihr die drauf macht und nicht groß vor Hautirritation Angst haben müsst, ne? Sollte das dennoch mal der Fall sein und ihr habt auch bei den chemischen Peelings zum Beispiel Hautirritationen oder irgendwas, gönnt euch das Ceramide-Serum, ne? Wie gesagt, ist auch einer meiner Favoriten. Oh mein Gott, ich krieg die Zunge gerade nicht, ne? Ich möchte so viel gleichzeitig wieder erzählen. Dann eine Maske, die bei mir ein klarer Favorit auch ist. Und ihr habt die Pink Splash Maske ein bisschen mehr gesuchtet. Ich suchte diese. Ne? Und das habe ich euch auch schon in eure Favoritenvideo erzählt, dass das hier so meine Favoritenmaske ist, was die Tuchmasken angeht. Weil die wirklich, oh mein Gott, die polstert mich auf, die lässt mich Tage, wirklich Tage, nicht nur so einen kurzen Soforteffekt, sondern lange schön aussehen. Die ist so toll auf der Haut. Ich finde, die hat so einen, ja, so einen kühlenden, ja, erfrischenden Effekt einfach für mich. Das fühlt sich einfach wahnsinnig toll an. Auch die schmiegt sich an eure Haut ran. Ihr habt hier 20 Milliliter drin. Und das auch für mich ein Riesenvorteil, weil die ist nicht günstig. Selbst mit 30% ist die nicht günstig. Die ist wahnsinnig toll. Ich finde, die ist einfach ihr Geld wert, aber ihr könnt sie auch einfach dreimal machen und dann ist sie dreimal ihr Geld wert. Und die auf jeden Fall, oh mein Gott, die sieht mittlerweile anders aus, ne? Ich habe hier so ein bisschen in meinem alten Schätzchen rumgekramt, um euch die zu zeigen und wirklich, die ist hervorragend. Eine andere mega hervorragende Maske und für mich so ein kleiner, ich immer mit meinen Dalton-internen Tubes, aber so ein kleiner Tube zu der teureren Variante, nämlich der Marine Lift Variante, ist hier einfach meine kleine Schönheitsmaske. Leute, der Name ist Programm Magical Effect, ne? Und wirklich, das hier ist so eine Maske für morgens beim Zähneputzen, um schön, glatt, strahlend, reine Haut zu haben. Und ihr macht die so. Oh, ich mag den Duft auch davon. Ich mag den Duft allgemein von den meisten Dalton-Produkten. Tatsächlich von dieser Marine-Lift-Serie mag ich den Duft nicht so gerne. Auf jeden Fall, das hier echt so ein kleiner. Oh, ihr seht einfach so schön aus, wenn ihr die gemacht habt. Und wirklich in 5 Minuten, zack, zack, Zähne putzen und Maske wirken lassen. Die Augenpads noch mit dabei. Zack, seht ihr fresh aus. Ne? Für wenn ihr irgendwas Längeres vorhabt. Gönnt euch die, wirklich. Dann, oh mein Gott, ich bin hier gerade, querbeet bin ich hier einmal durch, aber ich zoppel euch meine liebste Augencreme einmal raus. Und das ist bekanntlicherweise, in dem Fall, wie gesagt, der Duft ist jetzt nicht so meins, an den Augen geht das Ganze, die Extreme Lift Marine Filler Augencreme, oh mein Gott. Die ist so gut. Das war auch das erste Produkt, in was ich mich so richtig, richtig verliebt habe bei Dalton. Und ich war wirklich so ein Suchti vorher. Und wirklich für mich gab es keine andere
Augencreme, wie eine bestimmte. Ihr könnt ja mal in meinen Top 5 Augencremes einmal reinschauen. Und dann kam Dalton. Und kam wirklich ein kleines Dalton-Pröbchen, denn ich hatte mir am Anfang erstmal so ein Set bestellt, um zu gucken, wie funktionieren die Produkte bei mir. Ihr könnt das auch machen, ne? Und kriegt dann so ein kleines Set zusammengestellt. Das kostet euch erstmal was, aber ihr kriegt das als Gutschein auch wieder dann für die nächste Bestellung gutgeschrieben. Hat bei mir nicht lange gedauert, da war der Gutschein natürlich eingelöst. Und ich habe mich so verliebt und ich kann mich so krass an diesen Moment erinnern, wo ich da rum bin und immer wieder meine untere Augenpartie angefasst habe, am Spiegel vorbei bin und in den Spiegel reingeguckt habe, weil ich das nicht fassen konnte, dass meine kleinen Fältchen alle so verschwunden waren, dass meine Haut sich so schön glatt angefühlt hat und deswegen immer noch ein riesen Favorit für mich, einmal hier aus dieser Extreme Lift Serie, kleine Faltenkiller-Serie auf jeden Fall, mit dem sogenannten Jambu-Extrakt. Und da sage ich immer, das ist dieses pflanzliche Botox. Ist doch cool, wenn es aus pflanzlichen Stoffen einen Effekt hat, wie wenn man sich Botox einfach reinspritzt, ne? Um halt sein Fältchen kurzzeitig immer so ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Zumal die ganzen Produkte von Dalton ja auch diesen Zellomer-Meeresextrakt haben, was längerfristig euren Fältchen und eurem jüngeren Aussehen einfach hilft. Deswegen ist auch eine weitere Augencreme hier einmal drin gelandet und die habe ich im Moment in Anwendung. Ich habe ja einen Kalender gleich geplündert, Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe mir einen bestellt, ab dem 1.12. wird Türchen für Türchen ausgepackt und sich gefreut. Und dann habe ich mir aber auch noch die Q10 Augencreme gleich in Anwendung genommen, weil ich die so gerne mag. Ich mag die, die ist wirklich so ein Feuchtigkeitsspender. Ne? Die eine ist halt her, die zaubert euch echt so ein bisschen glattes Hautbild, aber die, oh mein Gott, eure untere Augenpartie, wenn ihr wirklich sehr trockene untere Augenpartie habt und dadurch natürlich auch Fältchen und tralala und wirklich dieses Extreme, dass das so trocken ist und dann spannt das und ist so gereizt, ne? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Dann braucht ihr diese Q10 Augencreme in eurem Leben. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich weiß auch nicht, jeder mag die. Dafür wird die sehr, sehr, sehr gesuchtet und ist wirklich eine wahnsinnig grandiose Augencreme. Die ist so ein bisschen, ich zeig euch das mal, ne? Ich habe sie ja eh offen. Deswegen kann ich euch das hier schön zeigen. Ne, die ist so ein bisschen, ja, nicht so fest von der Konsistenz. Ne? Es gibt ja auch so richtig diese pumpigen, die mag ich auch teilweise gerne. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Aber die zieht halt richtig toll in eure Haut ein. Und ach, dieser Q10-Duft, Leute, ich sag's euch. Und da sind wir auch quasi bei meiner Hautpflege. Linie, also es gibt zwei, die bei mir besonders gut funktionieren. Es gibt die C-Serie, die einfach wahnsinnig gut funktioniert, aber die halt ein bisschen teurer ist. Müssen wir nicht drüber reden. Und bei mir ist aber wirklich so meine Go-To ja, Pflege für die Haut. Wie gesagt, das sind zwei. Einmal die Q10. Die ist für feuchtigkeitsarme Haut auch und ihr strahlt halt. Ne? Wenn ihr also eher so der Typ seid, der auch so ein bisschen fahler im Gesicht ist. Ich sage immer, ich sehe manchmal so richtig grau aus im Gesicht. Mir fehlt diese Strahlkraft. Deswegen mag ich auch Produkte, die meine Haut zum Strahlen bringen, die mir so ein bisschen Glow ins Gesicht geben, so ein bisschen Frische ins Gesicht geben. Sehr, sehr gerne. Und das ist bei mir einmal die Q10-Serie. Wenn meine Haut aber so richtig trockene Wüste ist und gerade im Winter ist das eher bei mir so der Fall, Urea, Hyaluronic Urea, Leute, auch so eine Creme, oh mein Gott, die ist wahnsinnig toll. Also ein bisschen fester von der Konsistenz auch, ne, wie die Q10. Die Q10 finde ich leichter, die Hyaluronic Urea ist halt ein bisschen, ja, reichhaltiger irgendwie, habe ich das Gefühl. Und die gibt es ja auch in den Light-Varianten, ne, jeder, wie er das gerne möchte, von den Wirkstoffen immer dasselbe. Auf jeden Fall, die ist für mich so ein Wohlfühl-Winterprodukt, wenn meine Haut sich so ganz bah, anfühlt. Ne? Ich wieder und meine Beschreibung. Aber dann kommt die einfach zum Einsatz, weil das so dieses, das nimmt so die Spannung raus. Das beruhigt meine Haut einfach und
wirklich die auch ein riesen Must-have. Also ich kann mich hier zwischen den zwei könnte ich mich nicht entscheiden. Die brauche ich einfach beide immer ständig und ist wirklich, Daten ist ja immer so meine, ich teste hier und da so viel aus, Leute. Und hier weiß ich einfach genau, woran ich bin, wo ich immer wieder zu dieser Pflege zurückgehe. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ne, man kann vieles essen, aber eins schmeckt einem halt immer am besten. Und das ist bei mir halt Daten. Was bei mir auch so, also ich muss nicht drüber reden, dass ich ein kleines Toner-Girl bin, Leute, oder? Ich mag Toner so unheimlich gerne. Ich liebe auch K-Beauty-Produkte. Ich liebe diese Toner-Welt in der K-Beauty mit so vielen verschiedenen Produkten. Aber ich habe tatsächlich bei Daten meinen mit am liebsten Toner einfach, weil der, oh mein Gott, dieses Gefühl auf meiner Haut ist der Wahnsinn. Das macht einfach was so Anti-Aging-mäßiges für meine Haut. Ich spüre das richtig, ne? Ist für mich auch ein Toner, den benutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich habe ja den Reinigungsschaum, den ich auch so liebe und sehr gerne morgens den. Und der ist bei mir auch irgendwie so ständig, immer im Einsatz. Unter anderem, also Toner bin ich wirklich so ein kleiner, ich wechsle mir ab, ne? Creme versuche ich so ziemlich einheitlich zu bleiben, je nachdem, ne, wie meine Haut gerade ist. Ich habe dann mal morgens, abends eine andere, je nachdem, ne. Das weiß ich. Ich weiß meine Haut halt ziemlich gut einzuschätzen mittlerweile. Gerade bei Produkten, die ich halt kenne. Wie gesagt, dann kommt zwischendurch immer mal eins, was ich austeste, was mir manche Haut auch, wo ich denke, oh mein Gott, was passiert hier gerade, was überhaupt nicht für mich funktioniert, dann gehe ich sofort wieder zurück hier, weil die meine Haut wieder in Balance bringen. Wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall, wie gesagt, müssen wir nicht drüber reden, dass ich Toner einfach suchte, ständig in Anwendung habe. Aber der hier, boah, der ist so gut, Leute. Der ist so gut. Das ist so richtig fresh up morgens für eure Haut. Wie gesagt, ich mag den super gerne morgens. Und der ist so ein bisschen bläulich eingefärbt. Ist hier der Comfort Clean Normal Skin. Oh mein Gott, da habe ich echt mein kleines Backup-Lager, weil ich den so grandios finde. Und der ist gleichzeitig, ach, diese Pflege da drin. Wie gesagt, ich mache den drauf und schreibt mir mal gerne, wer den auch hat. Den gibt es ja auch für sensible Haut, ne? Weil hier ist so ein bisschen Milchsäure auch mit drin. Und der wird, ach, diese Pflege ist so unbeschreiblich. Ich sage immer, mir fällt das auch so schwer, euch dieses Hautgefühl, was Daten bei mir auslöst, näher zu bringen. Weil das für mich so ein Wow-Moment, so ein krasser Effekt ist, wenn ich die Sachen einfach schon beim, einfach auf meine Haut drauf mache. Das fühlt sich wahnsinnig toll an. So auch dieser Toner, der mir einfach dieses frische Gefühl gibt, dieses, ja, wie meine Haut sich einfach verjüngt, um das so auszudrücken. Und dann habe ich hier noch zwei Teilchen. Ich versuche mich wirklich, ich könnte euch, ich könnte. Fordert mich nicht raus. Ich könnte euch einen ganzen Marathon reden über jedes einzelne Produkt. Ich versuche mich hier echt kurz zu fassen, damit es für euch auch nicht so langwierig wird. Aber Leute, ich muss es einfach reinwerfen. Ich liebe die Körperprodukte von Dalton. Und die habe ich auch ganz schwer vermisst in euren Top 10. Ich hätte gedacht, dass wenigstens so ein Körperprodukt bei euch mit dabei ist. Aber tatsächlich nein. Und da ist jetzt so ein bisschen, wo ich denke, oh mein Gott, ich muss euch damit kurz noch mal ein bisschen zuquatschen, weil gerade, und das habe ich auch beim letzten Mal, wo es diese 25% gab, und werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder, wenn es diese 30% gibt, wobei ich noch ein bisschen auf die Weihnachtssets lauere, in der Hoffnung, dass da vielleicht auch noch mal so ein Körperbutterset ist. Ihr hört schon, ich rede von der Körperbutter. Leute, ich habe, und wirklich, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja nicht nur, was ihr gesehen habt bei YouTube. Meine Beauty-Leidenschaft geht ja schon ein paar Jahre zurück. Und ich habe Schuppenflechte. Ich habe so krass trockene Haut, gerade am Körper auch. Und ich bin da wirklich, oh, sehr, 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 sehr penibel. Und was Creme angeht einfach. Und habe bei Dalton mein Produkt gefunden, was mir so hilft, was mir so hilft, ich kann es nicht anders sagen, mich nicht blutig
zu kratzen. Und jeder, der das kennt, diese ganz trockene, juckende, gereizte Haut, der weiß, wovon ich rede. Das macht man unterbewusst im Schlaf. Also wenn ich eine Creme habe, die bei mir meine Haut nicht genug mit Feuchtigkeit versorgt, Leute, ich kratze mich auf, ich wache morgens auf und habe Blut an meinen Beinen, an den Armen, ich habe hier Narben, wo ich mich blutig gekratzt habe. Und deswegen bin ich da so dankbar für dieses Produkt, weil das ist so ein tolles Teilchen. Und ihr merkt schon, also das wäre so definitiv sogar in meinen Top 5 mit drin. Einmal die Anti-Aging-Körperbutter. Ich freue mich sehr, dass wir gleichzeitig noch Anti-Aging mit dabei haben, aber ich liebe diese langanhaltende, weiche, samtige Pflege auf meinem Körper, wo ich mir keine Gedanken drüber machen muss. Selbst wenn ich die morgens auftrage und wirklich 2 Tage später hält die meine Haut noch so feucht. Und wirklich jedem, dem ich die auch schon gegeben habe, zum Ausprobieren, zum allem, ne, wirklich Testvergleiche gemacht habe zu anderen Körpercremes, die ich lange, lange Jahre sehr gefeiert habe und gesuchtet habe und die für mich immer noch super sind, aber die hat die noch mal ein bisschen in den Schatten gestellt. Und ihr seht es, ne? Ich zeige euch das einmal. Ich gehe da mit den Fingern rein. Normal gibt es da auch einen Spachtel dazu. Aber ich gehe da einfach mit den Fingern rein. Und diese Konsistenz und alles, ne? Also die hüllt euch ein. Leute, ich kann es nicht anders sagen. Die hüllt euch ein. Ihr streicht das über die Arme. Die sofort habt ihr prallere, tolle, schöne, gepflegte Haut. Und ich liebe auch den Duft davon, Leute. Ich kann es auch immer nur sagen. Und oh mein Gott, ich mache die drauf, ich fühle mich pudelwohl. Und das ist halt auch so eine Sache bei Dalton. Ich mache diese Produkte drauf und nicht nur, dass ich eine tolle, hochwertige Pflege habe, ich fühle mich so krass pudelwohl damit. Ich fühle mich gut in meiner Haut. Ich weiß, ich tue mir was Gutes. Ich weiß, ich tue meiner Haut was Gutes. Und was für meine Haut auch was wahnsinnig Tolles ist. Und was ich lange auch unterschätzt habe, sind tatsächlich Salzpeelings. Also mehr Salzpeelings. Und da hat Dalton halt auch eins, was so wahnsinnig gut ist. Was so eure Haut wirklich, wie als würde die das Gift oder die Giftstoffe aus eurer Haut saugen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jeder, der das schon benutzt hat, dieses Ingwer-Meersalz-Körperpeeling, weiß vielleicht, wovon ich rede. Das ist wirklich so ein komplett gedetoxter Effekt eurer Haut nach dem Baden. Weil ich benutze das auch ab und zu unter der Dusche, aber Leute, das ist so ein Wohlfühlprodukt für mich auch. Also das ist wirklich, gerade bei den Preisen, die Dalton halt hat, jetzt wie gesagt mit diesen 30% mega Gelegenheit. Aber das ist so ein, wirklich, ich gönne mir einen Moment auch, was das angeht. Und gerade, wenn ich die zwei in Kombination nehme, ne, das Öl gibt es ja auch noch. Leute, ich kann euch nicht jedes Produkt, auch wie gesagt, wenn ich sehr, sehr viele davon liebe, aber die zwei, das hier ist eine Kombination, Leute, ach, kann ich euch nur ans Herz legen. Und dieses Peeling, allein der Duft, allein wenn ihr da mit dem Spatel einmal durchgeht, Leute, das ist so satisfying und wirklich wie so ein Spa-Relax-Moment, den ihr einfach habt. Dann macht ihr weiter mit eurer Gesichtspflege. Und ich sage immer, Gesichtspflege und dieses Ganze, ne? Ich habe auch nicht immer die Zeit dazu. Aber Leute, die Momente, die ich im Bad verbringe und einfach die Welt Welt sein lasse, alles ausschließe und mir wirklich diesen Moment für mich, man sagt ja so schön, meine Me-Time nehme und da wirklich diese Dalton Produkte mir nehme und genüsslich auf meine Haut. Und diesen kleinen, ich tue mir was Gutes Moment, das erreichen nicht viele Produkte bei mir. Dalton ständig und immer und wirklich, da ist
wirklich mein Herz mit dabei, weil ich möchte, dass es jedem von euch so mit den Produkten geht. Und ich glaube definitiv, dass viele, die jetzt noch dran sind, mir das exakt nachvollziehen können und genau wissen, von welchem Moment ich einfach spreche und diesen kleinen Seelenstreichler Dalton einfach mal Riesendank für diese großartigen Produkte. Riesendank auch für diese Gelegenheit von 30%, dass ihr die abgrasen könnt, dass ich selber sie abgrasen kann, dass ich euch überhaupt den Code anbieten kann und auch euch allen da draußen, die jetzt zuschauen, ein Riesendank, denn wir müssen nicht drüber reden, dass ich eigentlich ein ganz kleines Lichtchen bei YouTube bin und dass ihr mich so lieb auch bei Dalton auch unterstützt, ist mir wirklich, es lässt mein Herzchen immer höher pumpern. Da freue ich mich natürlich auch wahnsinnig drüber und ich werde schon ganz rührselig, weil das hier alles, das bei mir einfach auslöst, weil ich da unglaublich dankbar einfach auch bin, wirklich Produkte gefunden haben, die mir so gut tun, dann noch so einen lieben Kooperationspartner an meiner Seite zu wissen und so liebe und tolle Abonnenten zu haben wie euch, die mich dann auch immer unterstützen. Und bevor ich jetzt weiter rührselig hier rumplappere, Leute, wünsche ich euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag und freue mich wie immer drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal und nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ihr Süßen. Macht's gut. Tschüssi.